Hallo und herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point. Ich wollte schon wieder Zephyrus Protocol sagen. was ich im letzten Part, also im ersten Part noch nicht angesprochen habe, ist, das sieht ja alles ein bisschen anders aus, ne? Hier, Meeresspiegel, denke ich, ist ein bisschen angestiegen. Dänemark, wo bist du? Großbritannien sieht auch lustig aus. Ich denke, Japan ist ein bisschen anders. China ist sehr hier. Bangladesch, wenn ich mich nicht irre, ist ja eigentlich hier. Ja, ist alles ein bisschen anders geworden, ne? Schweden ist mehr oder weniger gleich, I guess. Ja. ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier Move. Initially, all sites on a geoscape are unexplored, marked with a question mark. You need at least one soldier on board an aircraft in order to explore. Exploration takes time and you may get ambushed, so be on your guard. Okay. Ja, wir werden uns das jetzt einfach mal anschauen hier, ne? Scavenging Site. Also es ist ein Einsatz. Bedrohung. Das Level der Bedrohung, oder der Bedrohungsgrad, ist gering. Es ist Tag und... Ja, wir haben es halt mit diesen... Wasser... Fischkrabben-Aliens zu tun. Und unser Ziel ist einfach, so viele Ressourcen wie möglich zu sammeln und dann unser Squad rausbringen. Und es ist eine Continuous Attack, das heißt, die werden regelmäßig Verstärkungen bekommen. Wir haben unsere 5 Hanseln dabei und dann würde ich sagen, dass wir einfach mal Zacker deployen, oder? Ja... So. Those crates contain valuable material, so grab everything you can. This place will be crawling with mutants any minute now. Alles klar. Ja, die Damage Prediction kennen wir schon. Genau, da steht's. 100% of his shots will land within the Outer Circle. Ah, jetzt hat. Ja, okay, macht mehr Sinn. Außen sind es 100% Trefferchance und innen sind es 50%. Macht mehr Sinn. So, wir gucken mal nach. Wir haben eins. Das hier sind so Vantage Points. Da kriegt man Willpower zurück. Also, wenn unser. Wie vorhin auch im ersten Part, also für mich ist es vorhin, wenn unser Heavy für seine 2 Will Points zum Beispiel hier hochhüpft, dann kriegt er die 2 Will Points, glaube ich, halt auch gleich wieder zurück, weil er eine erhöhte Position hat und da ist er sicher und ja, was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir 4, 1, 2, 3, 4, 4 Kisten, ja. Ich weiß nicht genau, warum das hier ein Vantage Point ist, aber ja, da kriegt man wohl ein paar. ja, wir werden jetzt einfach mal gucken. Unser Scharfschütze könnte hier hochgehen und die Kiste holen. Und zusätzlich hat er dann noch eine erhöhte Position. Wir haben schon Gegner gefunden. Oh, okay. Diese Dinger hier sind eklig, wenn man das mal so sagen darf. Die verbreiten ein bisschen Nebel. Und in diesem Nebel sind diese Pandoraner quasi unsichtbar, wenn ich mich nicht täusche. Sie können uns angreifen, aber wir sie nicht. Also, jetzt noch nicht, weil die noch nicht so
entwickelt sind, aber die können später tatsächlich auch Schusswaffen hernehmen. Also die haben auch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen ein Bewusstsein oder zumindest Fähigkeiten, Werkzeuge zu benutzen, I guess. Tritons. You've encountered a new enemy, the Triton. Be on your guard. These cunning monsters will skulk around the battlefield, seizing any opportunity to flank you. Ja. Ich werde trotzdem mal noch diesen einen Schritt vorwagen. Und dann werden wir uns mit dem Rest vom Squad auch vorbewegen. So schnell wie es geht. Das wäre Dash gewesen. Ja, never mind. Das ist unser Heavy. Der geht mal hier hin, weil der jetzt dann da hochhüpft. Das wäre sinnvoll, denke ich. Der kann hierher. Und könnte dann zumindest einen Feldposten machen. Schießen kann er nicht, oder? Der sieht gar nichts. Er sieht schon irgendwas. Ja, das wäre dieses Sentinel. Ja, besser als nichts, I guess. Ja, perfekt. Hat schon mal ein bisschen Damage rausgehauen. Ist ja schon mal besser als nichts. So. Und dann schauen wir mal, was uns die nächste Runde so bringt. A Mist Sentinel just started spreading viral mist around itself. Phoenix operatives who enter the mist will lose will points and enemies will be alerted to their position. Pandorans who enter the mist will recover will points. The mist won't dissipate and can be removed only with fire and explosive weapons. Ja, also wir verlieren Willpower, sie bekommen Willpower. Oh, da ist ein Mindfragger. Und er geht halt leider nicht weg, selbst wenn der Mist Sentinel da jetzt dann neutralisiert wird. So, wir haben jetzt ein bisschen Problems hier. Es sind nämlich einige Gegner, aber nichts allzu Schlimmes. Ja, das wäre der Triton, das wäre der Sentinel. Ich würde vermutlich eher auf den Sentinel gehen. Er könnte auf ihn schießen, aber ich hätte ihn eigentlich wirklich erst gerne hier hochgebracht. Der Mindfreaker wird doch niemals da hochkommen. Ist doch unmöglich. Nein, ist es nicht. Man könnte von hier. Aber das macht er nicht. Glaube ich. Wir hüpfen mal hoch. Ja, das mit den Willpoint Zones habe ich gerade erklärt. Wir haben eine. Es gibt verschiedene Kisten. Hier haben wir Materialien. Also Baumaterialien quasi. Und die werden wir mal alle mitnehmen. Dann haben wir hier Independent Handgun Magazine und Assault Rifle Magazine. Wir nehmen mal das Handgun Magazine mit. Glaube ich, macht wenig Unterschied, was wir jetzt machen. Der Mindfrager, der macht mir ein bisschen Angst. Aber unser Scharfschütze könnte den Mindfrager doch bestimmt ausschalten. Sieht gut aus. Ja, da haben wir einen Leck. Dann kann er nämlich schön auf den hier gehen. Bodypart disabled. This character's bodypart took damage and is now disabled. Disabled bodyparts negatively affect the unit's ability to use weapons and abilities. Disabled body parts can't be restored, but the bleeding status effect they cause and lost hit points can be healed with a medkit. Ja, der wird allerdings nicht mehr geheilt. Der Triton. Ich denke auch, dass der jetzt nur noch so 10 HP hat oder so. 19 tatsächlich noch.
Also prinzipiell würde der noch überleben, aber das will ich nicht. Und deshalb tun wir den mal neutralisieren. Der hat gut Vision auf den Sentinel. Boah, der hat auch gut getroffen. Ja, und ich habe gemerkt, dass ich meine Granaten natürlich den Leuten hier unten ausrüsten muss und nicht die Munition. Das ist wohl, das hat nicht so, habe ich nicht so bedacht, sagen wir es so. Er war es, glaube ich. Ne? Wie sieht es bei ihm aus? Er ist eh prinzipiell voll von der Ding hier. Kann da aber auch nicht wirklich schießen. So kann er besser schießen, I guess. Dann mach du mal bitte den Mist Sentinel weg. Jawohl. Dann haben wir den mal weg. Und dann kannst du erstmal chillen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir unseren Scharfschützen hier. Wir machen mal diesen Dash nach dort. Und dann haben wir noch zwei. Dann gehen wir mal hier hin. Aimen auf seinen Kopf. Dann haben wir den neutralisiert. Dann dashen wir mit ihr hier hin. Die ist nicht so weit gekommen wie er, habe ich das Gefühl. Der andere ist hier oben. Da müsste ich durch den Mist laufen, was jetzt prinzipiell nicht so schlimm wäre. Ja. Das schauen wir uns, glaube ich, mal nächste Runde an, nicht diese Runde. Die hat jetzt, glaube ich, auch nicht mehr ganz eine AP, das heißt, die kann nichts looten. Dann machen wir mal hier, genau. Und er wird dann hochlaufen. Sie geht hier hin. Die schöne Irina nimmt die Ressourcen mit, nimmt das normale Pistolenmagazin mit. Ist ein bisschen encumbered, aber ist in Ordnung. Glaube ich. Dann geht sie wieder hier hin und checkt einfach mal die Lage. Es kommt jetzt, glaube ich, Verstärkung. Oh nee. Ach man, nee. Nervig. Noch mein Fragger, die sind ja nervig. Ja, jetzt pass auf. Du kannst auf jeden Fall mal looten. Nahrung, Tech-Zeug und Materialien. Und dann bewegst du dich hier hin und du kannst dann eigentlich bashen auf den Minefrager. Das hat ihn auch weggemacht. Unser Sniper wird jetzt keine Sicht auf den Mindfragger haben, oder? I don't think so. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Ich glaube, der ist dort. Ja. Aber unser Scharfschütze kann einen Feldposten machen. Der wird ja zwangsläufig hier durchkommen. Ja, auch einfach ein Feldposten, denke ich. Hier so irgendwie. Bei dir ebenfalls Feldposten.
hier so hin. Ja, der Mindfreak ist ja gar nicht dumm. Da kommt noch einer rein. Okay. So, sie hat gelootet. Ja, sie hat gelootet. Dann musst du... Das war jetzt... Takeshi Sato. Und Sato hat nichts. Okay, sehr schön. Dann müsstest du mir jetzt bitte da irgendwie hochgehen, I guess. Gibt's da vielleicht auch eine Leiter oder so? Nee. Oder ich mach's anders. Ich move hier runter. Tausch die Items mit Takeshi. Und dann kann er nächste Runde hier hochhüpfen. Ist, glaube ich, sinnvoller. Und ja, wir gucken einfach mal. Ich mache hier einen Feldposten hin, falls der hier hochkommen will. Ich werde mit ihm hier hochgehen und werde einfach hier runter einen Feldposten machen, weil ich gehe mal stark davon aus, dass die ja halt auch einfach über die Treppe gehen müssen. Und dann kann er mal hier hingehen und kann ebenfalls einen Feldposten machen. Ja, so, I guess. Und sie auch, und zwar so. Und dann schauen wir mal. Okay, hier kommt jetzt noch so ein Triton, glaube ich, ist es. Sehr schön. Ah, schade. Triton Strangler. Okay, du machst dann deinen Zacker-Move hier. Naja, immerhin. Kann man wohl gebrauchen. Ja, das brauche ich nicht. Okay. Und dann bewegen wir uns mal Richtung Evakuierungszone. Wir haben eine hier hinten und eine zwei hier. Also die wird man, die drei werden wir hier hinschicken und die zwei dann da. Alles easy. Ja, einfach mal ein Feldposten. Er hat hier den Mindfragger hier noch unten. Den würde er jetzt aber wegmachen. Jawohl. Und dann begeben wir uns Richtung Evakuierungszone. Aber ich würde die gerne gemeinsam gehen lassen. Ne, machen Feldposten, ist gescheiter. Du machst mir auch bitte den Feldposten. Fürs Erste zumindest. Okay, der versucht hier funny stuff zu machen, I guess. Erstmal will ich unseren Heavy hier. Zack. Wir können hüpfen, und zwar können wir ganz schön weit hüpfen eigentlich sogar. Ich hätte ihn gerne hier hin hüpfen lassen. Und dann haben wir noch ein bisschen laufen, ne? So. Der Strangler macht mir hier ein bisschen funny business. Feldposten bitte. Das ist der andere Kollege Schnürschuh.
Wir holen, wir lassen alle dann nach da oben rausgehen, I guess. Noch eine Nummer sicherer, glaube ich. Ja, eine Deckung stehen brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Wir gehen jetzt einmal mal hier so hin und machen mit ihm auch nochmal zusätzlich einen Feldposten. So gut wie es geht. Und unser Scharfschütze, der läuft einfach mal. Ich will jetzt die Leute hier nicht zu weit hinten stehen lassen. Ich will die ein bisschen beieinander haben, wenigstens. So, da löst er einen Feldposten aus. Wurde auch getroffen. Löst den zweiten aus. Wurde getroffen. Disabled. Sein Arm. Sehr schön. Dann kommt da noch so ein Arthron. Ist weniger das Problem. Ja, let's go. Be right there. Wir gehen mal hier so hin und dann nach Feldposten. In der Hoffnung, dass er den auslösen wird. Can't wait. Kannst du auf den ausschießen? Nein, not quite. Ja, dann gehen wir mal. Locken wir ihn noch ein bisschen mit ein paar anderen Operatives. Sag ich mal. Den Arthur, den bekommen wir auch noch, wenn wir den Let's go. wollen. Ah, der hat vier Arme. Jo. Du kommst hoch. Also Jacob kann jetzt dann schon evakuieren nächste Runde. Der steht genau davor. Du hast ordentlich Sicht auf den Kollegen hier. Ja, let's go. Ja, und ich glaube, den haben wir. Sehr gut. Dann können wir eigentlich Stück für Stück evakuieren. Yes. Ja, okay, wenn der Heavy rauskommt, dann kommt jeder raus, glaube ich. Das ist dann gar kein Stress mehr. Ja. Sehr schön. Dann haben wir die auch rausbekommen, alle. Haben ordentlich Loot geholt. Das ist gut. Keiner hat was kassiert anscheinend. Das ist auch sehr schön. Zwei Level-Ups. 9 von 9 Resource Packs haben wir geholt. Jo. Scavenging Site cleared. Wir haben 200 von diesem Tech-Ding, 600 Baumaterialien und 100 Nahrung bekommen. Sehr schön. Und ein paar Items, zwei Pistolenmagazine und ein Medkit. On completing a mission, all gathered items and resources are added to your overall supplies. Soldiers get fatigued during battle, losing one stamina point per turn, max 10 per battle. When stamina falls below 20%, a soldier will suffer an action point penalty in the next battle. Your soldiers will recover stamina and hit points while resting at base, as long as the base has a functioning living quarters and medical bay. Okay, ja. Die sind halt ein bisschen ausgepowert nach den Einsätzen. Okay, hier können wir researchen. Atmospheric Analysis. Let's go. Wir können auch bei den Pandorans. Ne, das kann man nicht erforschen. Okay. Ja. Und dann erforscht man da jetzt auch was. Und ich glaube, in der Zwischenzeit können wir auch nichts machen gerade, weil wir keine anderen Dinge haben. Keine anderen Orte, die wir besuchen können. Aber wir können unser Personal, können wir ein Level abgeben. So, ich hätte gerne. Was macht Strength? Maximum Hit Points and Weight. Okay, ich mache einen auf Strength
Und einen auf Speed. Und ändere mal das hier. Überall am besten. Das haben wir ja im letzten Part, habe ich das ja gesagt, dass das ziemlich dumm war, was ich hier gemacht habe. Okay, Melee, Weapon Proficiency, Perform Bash, Melee Attacks. Okay. Wir machen mal hier einen auf Willpower und nehmen uns dann das. Habe ich das nicht gemacht? Let's go. 10 Willpower, please. Hier können wir rein theoretisch auch ein. Das heben wir uns nochmal auf. Aber auch tauschen die Granate mit der Munition. Und hier tauschen wir das auch. Ich weiß nicht, ob ich so viel Munition brauche, wie ich jetzt hier immer dabei habe, aber. Better safe than sorry, I guess. Ja. Ja, und dann machen wir mal weiter, ne? So, reprogramming of our satellite systems has revealed the extent of the new mist outbreak. The origin sites are in coastal sea regions, as in the previous two incursions, I guess. But the activity level seems higher, posing a serious threat to remaining life on Earth. Havens caught within the mist will be at risk of attack, so we should explore mist-covered regions thoroughly and defend any havens trapped within them. Our geoscape monitoring systems have been updated with current mist coverage. Also wir haben jetzt quasi unsere Satelliten umprogrammiert und jetzt wissen wir, wie sich dieser Nebel verhält, der mit den Pandoranern kommt. The mist represents the progression of the Pandora virus as it spreads throughout the globe. The Pandoran mutations will attempt to build colonies on areas of land covered by the mist, which will then attack nearby havens. To meet this threat, you will need to produce equipment. Select the manufacturing button. Okay, also wir haben hier so ein Ground Zero, sage ich jetzt mal. Ich denke, es gibt mehrere von denen. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, hier haben wir noch einen. Okay, wir haben zwei von diesen Ground Zeros, sage ich jetzt mal. Und bei denen ist halt so, dass die sich ausbreiten und Kolonien bauen auf Land. Ja. Wir sollen ins Manufacturing Tab gehen und sollen was machen. Soll ich jetzt Medikits? Ja, ich sollte den Medikit bauen. A functioning satellite uplink in a base will begin to scan for sites around, expanding its search area over time. Sites will be revealed with the question mark symbol. Use your aircraft to explore them and find out what they are. Contact exploration. When you reveal a haven, a number of other sites nearby will be located. The number of sites revealed in this way depends on how large and important the haven is, and will tend to locate other havens belonging to the same faction. Some general exploration sites will also be located on this way. Congratulations, jetzt ist das Tutorial erst vorbei, yo, let's go. Ja, wir haben jetzt das Tutorial fertig, perfekt. Ach, Entschuldigung. Oh, 6 days and 6 hours, 1 day and 1 hour, 1 day and 1 hour, puh, okay. Ja, wir machen jetzt einfach mal alles so rein. Machen wir das hier. Haven Recruitment Protocols, Phoenix Archives. Let's go. Machen wir einfach so. Ich weiß nicht, ob das jetzt da irgendwie so ein höherer Sinn gewesen wäre. Irgendwie was anders zu erforschen, I don't know.
Okay, was können wir denn alles bauen? Research Lab haben wir. Wir haben Store. Haben wir. Access Lift haben wir. Wir haben Medical Bay haben wir. Fabrication Plant haben wir. Training Facility. All soldiers at the base, even if assigned to an aircraft, will gain 2 experience points per hour for each training facility in base. Wir haben keine Training Facility. Dann werden wir das mal machen. Wir haben ja jetzt gerade die Ressourcen. Warum sollten wir sie nicht nutzen? Living Quarters haben wir. Energy Generator. Ja, wir haben noch genügend Power. Kann ich. Satellite Uplink. Nee, man kann es nicht verbessern. Okay. Ja, das war's dann, I guess. Mit unserer Basis erstmal. Diplomacy können wir noch nicht machen. Wir haben keine andere Fraktion entdeckt. Wir werden mal hierhin moven und erforschen. This place is death. Exploration site. Our operatives have located an abandoned camp previously used by local paramilitary organ. By a local paramilitary organization. During the waning days of World War III, dozens of socially undesirable people were executed here. It appears to have briefly been used as a shelter, but the doors to the main building have been ripped off their hinges and skeletons litter the corridors. Search the site. Take food and materials. Nice, let's go. The Dreamers Awaken, Fort Rand. Fort Rand is a haven run by New Jericho, which means that normally things are quiet and under control, but right now there is an emergency. A group of soldiers is on a killing spree. It began with strange dreams, voices heard in the night. A local doctor tells our operatives I could not detect any physiological changes, and there were certainly no signs of infection. But their behavior simply cannot be explained by PTSD or similar conditions, which we at New Jericho are sadly quite familiar with. It's like something has driven them mad. If we stop these soldiers, New Jericho will undoubtedly be grateful to us. Also, das sind jetzt hier ein paar Soldaten voll am Randalieren und die sind irgendwie krank oder was weiß ich. Und ja. Wir können da jetzt helfen. Machen wir mal. Hätte ich jetzt mal so gesagt. So. Ja, jetzt haben wir auch übrigens Grenade. Erstaunlich. So. Okay, wir sind jetzt hier quasi in so einer richtigen Stadt, ey. Das ist ja supi-dupi. Und hier ist anscheinend so eine Art Kaserne oder was weiß ich, wo diese Soldaten, glaube ich, hier, ne, bisschen randalieren. Ich würde sagen, wir tasten uns hier ganz langsam vor erstmal. Mann, nicht zu so viel risky Zeug hier. Wir schicken mal 3 da lang, 2 da lang, I guess. Weiß nicht, ob aufteilen eine gute Idee ist, aber. Ja, let's go. Den Sniper werde ich, glaube ich, da mitschicken. Den Heavy auch. Ja. Den Heavy schicken wir auch hier mit. Den Sniper auch. Und 2 Sturmsoldaten schickt man dahin. Takeshi und Jacob, glaube ich. Okay, jetzt habe ich mir schon gedacht, es passiert nichts mehr.
Okay, sehr schön. Wir positionieren uns mal hier. Machen hier einen Feldposten. Wir gehen mit Sophia tatsächlich. Sophia geht hier hin. Macht einen Feldposten hier so rein. Er moved mit. Und unser Sniper wird auch nachziehen. Ich will die alle nächste Runde da oben sehen. Den Sniper sogar ganz oben, wenn es geht. Du movest mit. Und gehst auch nochmal einfach im Feldposten. Oh, da ist einer drin. Okay. Was? Ey. So war das nicht abgemacht. Der hat's vorher erwidert. Okay, das war jetzt uncool. Ja, da müssen wir dashen, weil der schon ein bisschen aufs Maul bekommen hat. Können prinzipiell. Ja, eigentlich wäre es fast schlauer gewesen, wenn ich den doch auch nochmal mit hier runterschicke. Weil der eher auf Close Quarters Combat ist. Den Sniper schicke ich hoch, aber den Rest nicht. Und just in case machst du immer die Nähe. Okay, so. Oh boy. Of course. Alter, der kriegt ordentlich aufs Maul, jo. Das ist uncool. Okay, ich habe ihm seine Waffe zerstört. Und er müsste jetzt vielleicht mal sein Medkit benutzen. So, jetzt habe ich hier oben nur das Problem, dass hier quasi noch einer ist. Ne? Ich brauche wie viel? 3, um mit dem zu schießen. Ich werde den aber so nicht sehen. Und ich glaube, der wird auch nicht wirklich eine gute Trefferchance haben, wenn ich jetzt hier einfach einen Feldposten reinmache, aber ich muss ihn machen. Und dann werfe ich ihm eine Granate hinter, weil der mir auf die Nerven geht. So, dann machen wir hier Zacker, Free Aim. Okay.
Wir werden schauen, dass wir ihm nochmal seine Waffe treffen. Ja, sehr schön. Die hat jetzt auch ordentlich aufs Maul bekommen, das ist echt nervig. Okay, der hat keine Waffe mehr jetzt. Dann haben wir schon mal zwei, die jetzt hier nichts mehr machen können unbedingt. Und der blutet auch schön. Dann war's das erstmal. Ich denke nicht, dass die treffen wird. Oh doch, tatsächlich, wow. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Weil, also ich weiß ja nicht, in XCOM ist es ja zumindest so, dass wenn ein Sniper nächster Nähe schießt, dass er nicht trifft. Also höchstwahrscheinlich. Dachte, das wäre hier vermutlich genauso. Okay, sehr schön. Du hast den erledigt, der dir ordentlich ausgeteilt hat. Du kannst dich mal heilen. Und kannst dann dabei einfach mal auf Standby gehen. Du kannst gar nichts machen, Snipperino. Okay, also die treffen auf jeden Fall. Auch wenn sie nahe dastehen, die Sniper. Das ist sehr gut zu wissen. Und unser Kollege hier wird mal hier hochgehen und die Lage checken. Und auf Standby gehen. Und er wird dem Kollegen hier nachspurten. Er kann noch nicht dashen. Ich weiß jetzt nicht, ob der drin bleibt oder rausgeht. Ich hoffe, dass er rausgeht. Ja, sehr gut. Alles klar. Und dann haben wir es, glaube ich. Jawohl. Ja, Jacob hat ordentlich was abbekommen. Haben wir das wieder regenerieren, denke ich. Okay, let's go. I had always assumed the Phoenix Project would return one day, even after Symes disappeared. It seems to be the defining pattern of your history. Fall, then rise again. I wonder if this points to an underlying weakness or an underlying strength. I suppose time will have to tell. Time and the choices you make. After all, you are not necessarily defined by what has come before. You can be whatever your will allows you to be. That is the essence of the human experience. Okay, ja, wie du meinst. What happened to those soldiers was disturbing. That is why I did not intervene. We could have stopped those soldiers ourselves easily enough. But I needed you to see, to understand that far more is at stake here than just our ecosystem or our genetic purity. We are being robbed of what makes us human, our will. Here, neither the Utopians at Sanhedrin nor those Anu fanatics really understand that. If you can recognize the real nature of the threat, perhaps we can work together on stopping it. Okay. Da wir jetzt hier ein paar Injured-Jungs haben, werden wir uns mal kurz ausruhen. Und werden unsere Level-Ups vergeben. Warte, wer? Er hat auf jeden Fall eins. So, das ist Sophia. Sophia Brown. Gain Mounted Weapon.
for efficiency with 20% range and 10% damage. Okay, das war das, was die anderen gerade gemacht haben. Das will ich auch. Die, wo sie uns quasi angegriffen haben, obwohl wir sie angegriffen haben. I don't know. Größeren Health Pool, glaube ich, schadet auch nicht. Hier können wir vielleicht auf den Speed gehen. Das ist nämlich schon ein bisschen nervig. Er kann dashen. Und gain Assault Rifle Proficiency. Der hat keine Proficiency mit der Assault Rifle, obwohl er eine hat. Machen wir mal lieber. Sie hat auch ein Level Up bekommen, das ist sehr schön. Overwatch Cost is reduced by one action point. Das ist ganz wichtig. Geben wir eher so eins und Willpower vielleicht noch. Und dann war es auch schon wieder, ne? Yo. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir schon wieder fast bei 50 Minuten ungefähr, ey. Puh. Dann würde ich sagen, dass wir uns dann, ne, je nachdem, wie ihr das so seht, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht, sehen wir uns dann im nächsten Part, wenn das Feedback einigermaßen ausfällt. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis dann. Boys and girls.